Harlem Tour Teil 2. Ja, im ersten Teil habe ich euch schon den direkten Weg über die Berge gezeigt zur Westgipfelbahn. Die liegt auf 2091 Metern. Wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, oben rechts ist der Link zum Video. Ja, und heute geht es den Hackelberg Trail hinunter. Den Downhill, den zeige ich euch in kompletter Länge. Unterwegs, da ist man doch etwas vorsichtiger. Ich habe jetzt nicht alle Sprünge mitgenommen, als im Nachhinein betrachtet, ist aber alles fahrbar. Ja, es wäre kein Problem gewesen. Anstrengender als man denkt.
so ein kleiner Graben, der kam total überraschend. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Bin ich einfach durchgefahren. Natürlich blöd, weil auf der linken Seite war ein Gap, weil da hätte man einfach drüber springen können. Diese Alm, die ich euch im ersten Teil schon gezeigt habe, von oben. Hier endet der erste Abschnitt vom Hackelberg Trail und gleichzeitig beginnt hier auch der zweite Abschnitt. Und wer will, kann hier eine Pause einlegen, kann was essen, was trinken oder wie ich einfach weiterfahren.
kurze Bergaufpassage. Für einige Downhiller sicherlich nicht das Streckenhighlight. Vielleicht noch ein paar Daten zum Hackelberg Trail. Er ist 5,5 Kilometer lang, hat 600 Tiefenmeter. Die Fahrtechnik wurde mit 3 von 5 Sternen bewertet, Fahrspaß 5 von 5, Landschaft 4 von 5 Sternen und die Schwierigkeit 2 von 3 Sternen. Das ist also eine rote Abfahrt. Das war der Hackelberg Trail, ein schöner, flowiger Naturtrail. Konnte man ganz gut fahren, hat Spaß gemacht, ist ein schneller Trail. Viele Anlieger, ein paar kleinere Sprünge, sehr wellig, ging hoch und runter. Was mir persönlich vielleicht gefehlt hat, waren Wurzelpassagen oder vielleicht Steinfelder. Aber für die rote Kategorie war das völlig in Ordnung, hat wirklich Bock gemacht.
Teil meiner Tour von Mittersill nach Hinterglemm. Wir sind aber noch nicht unten am Tal angekommen. Es folgt noch der Bucheck-Trail, der ist auch in zwei Abschnitten eingeteilt. Den zeige ich euch dann im nächsten Video im dritten Teil. Ich bedanke mich fürs Zusehen bei euch. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Eindruck hier von dieser wunderbaren Landschaft vermitteln. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit am Start. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Habt eine gute Zeit, bleibt gesund und viel Spaß auf dem Bike. Macht's gut, tschüss.